Fick dich, du Schwanz! Und damit einen wunderschönen guten Tag bei diesem neuen Video. Der gute Leon Mascher hat ja gesagt, dass er heute 20 Uhr ein kleines Video raushauen wird. Ich bin sehr gespannt, ob das Geblubber wird oder was Ernsthaftes. Auf jeden Fall dachte ich mir, das ist eine gute Gelegenheit, um mal was zu zelebrieren, was ich sehr lange nicht gemacht habe. Ich habe auf meinem Robin aus der Raffo-Kanal früher schon sehr viele YouTuber kritisiert und habe da reichlich Hate-Kommentare bekommen. So jetzt auch hier bei diesem Leon Mascher Schläger-Video. Und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Blut geleckt. Also das wird jetzt wahrscheinlich öfter vorkommen, dass ich mal kritischen Wortes durch die YouTube-Landschaft ziehe. Aber kommen wir doch mal zu meiner Top 10. Okay, eigentlich ist es keine Top-10-Liste, sondern zwei separate Top-5-Listen. Einmal die Hater von Leon und dann die Hater gegen mich. Es gab in beiden Lagern einfach zu gute Vertreter und deswegen habe ich das so gemacht. Während ich hier spreche, sieht man bereits die Honorable Mentions, die es leider nicht ganz in meine Liste geschafft haben. Aber kommen wir doch mal zu Platz 5. Du hättest den Rückentreter 50 Mal mit dem Messer abstechen sollen und der, dem in den Bauch gehauen wurde, hättest du helfen sollen. Der war fucking minderjährig. Was erlauben sich diese Volltrottel? Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich alle abgestochen von den Huren möchte gern Securities. Ja, hier sehen wir direkt einen richtig heftigen Gangster, einen Mann der Tat, der nicht Worte walten lässt, sondern direkt Aktionen. Ich finde ein bisschen, dass Caps Lock benutzen etwas cheaten ist, deswegen hat er es leider gerade so in die Liste auf Platz 5 geschafft. Platz 4. Alter, wie labil oder querschnittsbehindert kann man denn sein, um Minderjährige zu verprügeln? Das ist so lächerlich, die Fans von einem Kumpel zu schlagen. Ich bin sowas von sad darüber, dass jemand, der so ein Kevin, no offense, ist, überhaupt existieren. Kommasetzung wäre hier der Schlüssel zum Erfolg gewesen und auch hier wieder Caps Lock in Benutzung. Deswegen ein guter vierter Platz, aber es hat nicht für das Siegertreppchen gereicht. Platz 3. Hahaha, alles Kinder, ich hätte dem erstmal in dem Moment, wen er mich angepackt, schon in die Niere stechen. Huren so Öhne, diese Bulthunde. Ja, bei dem Kommentar fand ich wirklich einfach die kreative Art und Weise, wie er seine Buchstaben gesetzt hat, so hervorstechend, dass ich ihm einfach die Bronzemedaille geben musste. Bulthunde ist mein neues Lieblingswort. Bis jetzt. Es wird noch besser. Auch Platz 2 hat eine außerordentlich innovative Art und Weise gefunden, die deutsche Sprache zu verwenden. Zeigt die Sicherheit, Leute. Die haben keine Chance. Die Beweise sind gut. Zeigt die Firma an. Holt schmerzend Geld. Gehst zum Anwalt. Das ist ein Fall für den Staatsanwalt. Es gibt Film, so viel Zeugen. Die haben null Chance. Ihr holt euch fett schmerzend Geld. Ihr könnt richtig den Typen in den Knast holen. Ja, dass das nicht ganz so gut geklappt hat, den Leon in den Knast zu holen, haben wir ja leider gesehen. Nichtsdestotrotz fand ich den Einsatz der Sprache hier wirklich kreativ und gewagt vor allem. Und er ist auf unserer Seite, was ihn wirklich in mein Herz geholt hat. Aber für den Platz 1 hat es nicht ganz gereicht. Platz 1 fand ich einfach, er hat in seiner Einfachheit so gut bestochen, dass er einfach die Konkurrenz maßlos übertroffen hat. Leon Mascher ist ein Popoloch. Ja, das fand ich einfach so simpel und auf den Punkt gebracht. Grandios. Und hier auch angemerkt, so sieht konstruktive Kritik aus. Keine Beleidigungen, sondern einfach sagen, was Sache ist. Das fand ich gut. Kommen wir aber zu den Kommentaren, die gegen mich persönlich gehen. Die machen mir sehr viel mehr Spaß. Angefangen auch hier mit den Honorable Mentions, die im Grunde alle das Gleiche aussagen und einfach zu kurz und unkreativ waren, als dass ich sie mit einem eigenen Platz hätte belohnen können. Aber ich dachte mir, da alle für sich eigentlich doch ganz lustig sind, besonders Fick dich, du Schwanz! Habe ich sie einfach alle auf Platz 5 gepackt und hier ein klein wenig gecheatet. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Also kommen wir doch direkt zu Platz 4. Selber schuld, wenn du denkst, dass du cool bist und geh heulen. Ja, das fand ich einfach ganz unterhaltsam. Das war jetzt nicht irgendwie besonders offensiv. Aber dieses geh heulen Argument, das ist immer eine richtig gute Sache. Deswegen wollte ich das mit hier reinnehmen. Kommen wir aber zu Platz 3, denn da wird's richtig, richtig würzig. Spiel Eier mit deiner Mutti und nicht mit Südlandern. Fand ich einfach gut. Fand ich super gut. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was Eierspielen mit der Mutti bedeutet. Aber vielleicht könnt ihr mir das ja sagen. Und zu dir sei gesagt, weil hier schwingt vielleicht schon so ein bisschen der Rassismus mit. In der Schlägerei waren durchaus südländische Typen dabei, die schlichtend vorgegangen sind. Das waren nicht Leons Leute, aber es waren Leute, auf die das zutrifft, Südländer-Typ zu sagen. Und vielleicht bist du da etwas voreingenommen. Aber egal, kommen wir zu Platz 2, denn der hat einen kleinen Roman geschrieben. Alter, du laufst mit deinem Kochshorts und deiner Gitarre in ein Konzert rein und denkst Halligalli machen?
Hallo? Da kannst du sicher sein, auch beim unaufgeforderten Rausgehen einen Kick zu bekommen. Das ist wie, als würde ich jemanden verarschen und dann so tun, als wäre nichts passiert und rauslaufen. So nicht, Junge, du Ziege! Ja, der Kollege war wirklich als erster ausgesprochen argumentativ bei der Sache und hat nicht nur stumpf beleidigt. Deswegen wollte ich ihn einfach ehren mit diesem Platz 2. Auch die Aussage am Ende, so nicht, Junge, du Ziege, die fand ich einfach gut auf den Punkt gebracht. Das untermauert nochmal alles, was er sagt und ein guter Platz 2. Aber für Platz 1 hat es nicht ganz gereicht. Das hat sich dann doch jemand ergaunert, der gleich richtig engagiert war und 2 Kommentare geschrieben hat, die einfach in ihrer Einfachheit bestochen haben, aber doch für einen gewissen Unterhaltungswert sorgen. Und das wollte ich einfach nicht unhonoriert lassen. Damit hast du dir wirklich verdient den ersten Platz geholt, York Kino. Ha ha ha, ihr habt auf die Fresse bekommen. Das ist Hamburger Hafen. Ha ha ha, Kanacken zu. Ich weiß nicht genau, was er mit der Frage in diesem Fall aussagen will, aber ich fand es einfach gut. Auch hier schwingt leichter Rassismus mit, vermute ich. Und auf den Punkt bringt er es einfach in seinem letzten Kommentar mit einer Beleidigung, die jetzt wahrscheinlich auch in meinen aktiven Wortschatz übergehen wird. Rest in peace, du hast keine Zukunft, du Leerglas. Ja, das, da kann man auch einfach nichts mehr entgegenbringen. Also alle Argumente von mir sind komplett ausgehebelt. Du hast es geschafft, ich bin baff, ich bin sprachlos. Du hast dir die goldene Medaille zu Recht verdient. Applaus, York Kino. Nun, mal sehen, was Leons Statement heute mit sich bringt oder was zukünftig mit anderen YouTubern passiert. Ich freue mich auf weitere Top-Listen, um auch einfach mal den kollektiven Intellekt von Tastaturkriegern und stumpfen Fanboys hervorzuheben. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Wir sehen uns in den Kommentaren.